Willkommen zurück bei The Raven. Und wir haben einen mit Alkohol getränkten Vorhang. Und müssen... Er sieht schlecht im Dunkeln, deswegen läuft er so ein bisschen hin und her. Ne? Das ist ja nur auch... irgendwie auch ein bisschen, ne, so vom Zug klettern. Ich weiß nicht, so, kann ich den... In Ordnung, ich schmiere etwas vom Schmierfett in den Vorhang. Fettbeschmierter Vorhang, okay. Hier gibt es einen spürbaren Luftzug. Vielleicht hängt das mit dem Feuer zusammen. Oder aber da hinten gibt es doch noch eine Öffnung, durch die Luft strömt. Letzteres wäre sehr willkommen. Es würde uns etwas zusätzliche Zeit verschaffen. Das stimmt wohl. Okay, ich kann hier jetzt auch... Ich habe jetzt einen fettbeschmierten... Umhang. Ich kann aber tatsächlich immer noch nichts mit dem... Ist hier denn oben auch nichts? Öffne die Tür. Sie ist noch ganz warm und zu stark verzogen, um sie zu öffnen. Okay. Der Salonwagen vom Zug klettern. Die Räder sind bei der Explosion aus dem Gleis gesprungen. Selbst wenn man den Wagen aus dem Geröll ziehen könnte, würde man damit nicht weit kommen. Ich müsste irgendwas finden. Was will ich jetzt? Hallo? Nichts. Vielleicht jetzt doch die leere Flasche? Vielleicht ist die Flasche ja jetzt leer. Offensichtlich aber noch nicht. Ich muss hier meinen Streich jetzt anmachen. Fällt mir hier nur auch nicht ganz viel. Was ist das? Hier ist bei der Vollbremsung eine Menge zu Bruch gegangen. Die Bonbonschale hat dank ihrer dicken Wände den Sturz vom Tresen aber gut überstanden. Kann man da eventuell Alkohol reingießen und den dann anzünden? Ich kann... Für mich hört sich das eigentlich total bekloppt an, aber... Nachher funktioniert das. Ich habe die Schale zu etwa einem Drittel mit Rum gefüllt. Boah, starkes Zeug. Ich habe die... Boah. Hier aber mitnehmen... Kann ich's nicht. Oder? Doch, eventuell, wenn ich Glück habe, funktioniert mein Plan. Wie ich vermutet habe. Der Alkohol brennt mit fast unsichtbarer Flamme. Die Flamme ist heiß, aber als Lichtquelle ist sie nicht zu gebrauchen. Als Lichtquelle nicht zu gebrauchen. An der Spitze der Alkoholflamme dürfte die Temperatur hoch genug sein, um das Öl und Fett am Vorhang und damit letztlich auch den Vorhang zu entzünden. Aber wenn es dazu kommt, sollte ich ihn besser nicht in der Hand halten. War hier nicht irgendwo ein kaputter Stuhl? Ich muss echt noch lernen, wo ich da hinklicken muss. Nali, du sollst ins nächste Abteil gehen. Begreift er nur irgendwie nicht. Ach doch, jetzt. Der Stuhl ist entweder... Vermut! Er stirbt! Kann ich nicht, eventuell... Der Stuhl ist... Vermut!
Der Feuerlöscher ist mir vorhin schon aufgefallen. Er passt nicht ins edle Interieur. Ich vermute, dass die Bahngesellschaft Sicherheitsauflagen auch auf Kosten der Optik erfüllen muss. Gegen das Kohlefeuer könnte er nichts ausrichten. Und er ist zu unhandlich, um ihn herumzutragen. Ich könnte ihn höchstens hier in der Nähe benutzen. Hier setzt sie auch und zwar mit dem Stuhl. Ja. Den kann man da vielleicht so eine Art Fackel draus basteln. In Ordnung. Weiter. Ich bin der Herr des Feuers. Ist sehr putzig. Aber wenigstens haben wir jetzt endlich mal vernünftiges Licht. Das ist schon besser. Erstaunlich primitiver Mechanismus. Vermutlich hat er sich bewährt. Ein Hebel auf einer Manschette, die auf einem Gewinde entlangläuft. Aha, mit diesem Hebel kann ich die Koppel lösen. In Ordnung. Na also, dann nichts wie weg hier. Hören Sie bitte! Hören Sie! Robert, wie sieht's aus? Ich habe den Lokführer nicht finden können. Da bin ich selber auf die Lok und habe die Bremsen gelöst. In Ordnung. Gute Arbeit. Sie auch. Hören Sie bitte! Matty! Wo ist Matt? Wo ist mein Sohn? Ganz ruhig, Mann. Ich bin sicher... Da! Hilfe! Hat uns da gerade einer geholfen? Matt, wo bist du? Oder haben wir gerade selber noch den Arsch hochgekriegt? Was steht denn da jetzt Nettes in unserem Journal? In unserem Notizbuch. Der Lok wird nicht von alleine bremsen und ich komme wegen dem Feuer nicht ins Leben. Ja. Wo ist... Hier ist ein kaputtes Fenster. Matt! Da bist du ja. Was machst du nur für Sachen? Was hast du dir nur dabei gedacht? Tja, na komm erst mal raus da. Ist der weg? Wer ist weg? Der Mann. Was für ein Mann? Da war ein Mann. Er hat gehustet. Einer von den Passagieren? Ich glaube, er kam vom Dach. Warum bist du eigentlich hier im Zug? Warum hast du nicht mit den anderen im Tunnel gewartet? Ich wollte doch meine Pistole haben. Deine... Wenn hier doch lauter Polizisten und Diebe und Explosionen und alles sind, dann brauche ich doch eine Pistole. Ist klar. Also schön, ich bremse erstmal den Zug ab und dann unterhalten wir uns weiter, okay? Willst du rauskommen? Gute Idee. Du hältst hier die Stellung. Ach, unser kleiner süßer Matty, der ja sonst immer so mutig ist.
Und ist mit. Ich vermute, die Handtasche gehört Miss Miller, Mats Mutter. Lady Westmacott hat vermutlich eine kleinere Tasche. Und eine teurere. Aha. Sonst hat er immer so eine große Klappe und jetzt noch. Jetzt ist er der kleine Junge, der nun mal einfach ist. Also ich meine, hallo? Will sich mit Dieben anlegen und der Polizei helfen und im gleichen Moment, ja, kriegt er dann Angst. Was ich aber auch irgendwie verstehen kann. Jetzt kann ich hier rein, ohne dass mich irgendwer dabei stört. Was ich recht spannend finde, wo ich nicht glaube, dass hier irgendwas... Der Koffer von Professor Lucien. Anders als die Ledertasche hat er ihn liegen gelassen, als er zusammen mit den anderen Gästen den Zug verließ. Den hat er ich ja. Ich glaube nicht, dass darin etwas Interessantes zu finden ist. Was immer der Professor vor mir versteckt, es befindet sich in der Ledertasche. Die hat er ja auch ganz krampfhaft festgehalten. Warum soll ich Wasser anstellen? Die Tanks scheinen nicht beschädigt zu sein. Das Wasser läuft noch. Gut. Ein großes, weiches Handtuch. Sehr angenehm. So aussichtslos ist meine Situation nun auch wieder nicht. Ach, ein Glas Gin ist... Das hilft manchmal. Ich werde wahrscheinlich noch ganz vorne müssen, um... irgendwas zu triggern, denke ich mal. Ansonsten... Oh Gott, er sieht aber auch ganz verrußt aus. Und hier auch überall... Wir nehmen die Axt. Wir nehmen... Ich habe sie erst schon immer gesehen. Eine Axt für Notfälle. Wenn das hier kein Notfall ist, dann weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Hier, dann nimm sie mit. Achso, er hat sie schon. Entschuldigung. Oh Gott, er hat sie in der Hand. Ich habe die erst schon gesehen, ich habe ja schon gedacht, weiß ich nicht, vielleicht kann ich dem geilen Spieler damit einen über Döns hauen, aber das wollte... Das ist die Tür zum Tender. Dahinter wird es zwar ungemütlich sein, aber ich glaube nicht, dass sich die Flammen direkt hinter der Tür befinden. Ich vermute, dass es im Windschatten des Tenders einen relativ ruhigen Bereich gibt, in dem man sich für kurze Zeit aufhalten kann. Dann hau mit der Axt die Tür auf. Bitte! Warum tut er das jetzt nicht? Ich sollte den Zug so schnell wie möglich abbremsen. Gegen das Kohlefeuer kann ich sowieso nichts ausrichten. Ich sollte den... Ja, den Zug so schnell wie möglich abbremsen. Wir haben jetzt eine Axt in der Hand. Man kann vor lauter Rauch kaum noch aus dem Fenster sehen. Ich weiß nicht, wie viel Kohle da vorne auf dem Tender brennt. Aber es müssen Tonnen sein. Gegen dieses Feuer kann ich nichts ausrichten. Okay. Die Wassertanks sind unbeschädigt, hat er doch gesagt. Wo sind die? Wo befinden die sich? Dafür wieder irgendwo nach draußen. Moment. Oh Gott, der Arme. Dahinter ist die Notbremse versteckt. Sie halt dich fest, Matt. Wirklich gut versteckt. Mist. Damit hat sich unsere Lage gerade extrem verkompliziert. Entweder haben die Notbremsen bei der Explosion etwas abbekommen, oder sie wurden sabotiert. Zumindest funktionieren sie nicht. Ich glaube, ich sollte versuchen, die Lok abzukoppeln. Ich meine, was soll ich sonst tun, um die Wagen abzubremsen? Also doch wieder nach vorne. Sonst würde da ja nicht auch... Umsonst steht da nicht, öffnen die Tür. Wenn die Notbremsen nicht funktionieren, muss ich zu anderen Mitteln greifen.
Also los. Au, heiß. Ach Gott, jetzt brauche ich Handschuhe oder was? Wo soll ich die denn herkriegen? Die Tür ist so heil, ich muss etwas finden, das mich vor der Hitze schützt. Ja, das. Ach Gott. Gucken wir uns doch mal im Abteil der Baronin um. Nimm mir Zeit. Geht nicht. Ich vermute, das Gepäck der Baronin ist umgestürzt und blockiert die Tür. Also hier nicht nochmal. Die Lok und der Kohletender brennen immer stärker. Der Fahrtwind hat die Flammen weiter angefacht. Ich muss die Wagen dringend zum Stillstand bringen. Früher oder später wird es die Lok zerreißen. Das ist total aufbauend. Okay. Was? Irgendwas hat er hier doch gerade angezeigt. Die Tür, gehen wir mal raus. Ich weiß zwar nicht, ob das was bringt, aber. Abspringen ist eindeutig keine Option. Wir sind viel zu schnell dafür. Okay. Raus kann ich schon mal nicht mehr. Och, natürlich, ich bin ja auch ein Dussel. Die flauschigen Handtücher. Im Professor Lysiens Abteil. Die sind hier bestimmt nicht umsonst so flauschig. Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch und auf dem Kabel von meinem Laptop. Das macht es gerade total angenehm, hier zu sitzen. Egal, das regle ich gleich. So. Jetzt nehmen wir dieses extrem flauschige Handtuch. Ich lege es mir um den Hals. Dann habe ich weiterhin beide Hände frei. Worauf hast du dich da nur eingelassen? Ja. Hättest du es nicht einfach gut sein lassen können? Aber nein, natürlich nicht. Und jetzt bist du hier. In einem außer Kontrolle geratenen Zug in den Alpen. Verantwortlich für ein Kind, das ohne dich verloren wäre. Worauf wartest du? Rette den Tag. Ja, eigentlich wollte ich, dass du das Wasser anmachst und dich selbst Gespräche führst. Ich möchte es gerne mit dem Wasser. Ich möchte, dass du es nass machst. Es saugt sich mit kaltem Wasser voll. Ich stehe irgendwie gerade voll auf dem Kabel. Das ist scheiße. Das passiert mir immer wieder. Egal. Das muss ich gleich machen. Ich muss jetzt erstmal Matti das. Matti das Leben retten. So. Und jetzt. Die Klinke ist schon zu heiß, um sie anzufassen. Geh denn hau mit der. Wozu? Dann eben mit Gewalt. Wozu schleppst du das Ding denn mit? Okay, wir koppeln uns morgen ab. Oder im nächsten Teil. Ich sag mal morgen. Eigentlich mal im nächsten Teil. Bis dahin. Tschüss.